Hallo aus meinem urwaldigen New Bedland hier bei mir am YouTube-Kanal im Küchengarten. Wenn ich euch das nächste Mal Hallo sage, dann werde ich drei Länder durchquert haben, und zwar die Schweiz, Österreich und dann Deutschland. Und zwar begebe ich mich auf eine große Abenteuerfahrt nach Bayern zum Selbstversorger Rigotti. Wie ich euch schon in meinem letzten Video erzählt habe, findet dort dieses Wochenende das große Garten-YouTuber-Treffen 2022 statt. Und ich werde dort ganz viele tolle Garten-YouTuber kennenlernen, endlich persönlich kennenlernen. Ihre YouTube-Kanäle kenne ich ja schon seit Ewigkeiten. Ich bin riesig aufgeregt. Ich hoffe, ich finde überhaupt hin, dass mein Navi mich da richtig führt und leitet. Ja, mein Auto ist vollgeladen mit allerhand lebensnotwendigen und Mitbringsel und Aufregendem. Ihr kommt natürlich mit und ich hoffe, wir werden ganz viel Wunderschönes, Aufregendes, Tolles erleben. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der linken Straßenseite. Also das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich das mal erlebe. Unglaublich. Moin. Oh, oh, mein schlechtes Gewissen. Warum hast du so ein schlechtes Gewissen? Ich fand jetzt. Gell? Und wenn dann überall der Müll verteilt ist zu Hause, dann weiß ich, was ist das denn? Also ich denke schon. Kommt nur das Alter von dem Kind. Oder wenn er sitzt. Super. Ich glaube, er hat das Kommando nicht ganz verstanden. Ja, du bist ja so süß. Komm her. Ja, ui. Du bist jetzt der Star von meinem YouTube-Kanal. Was ein Ding. Das ist wahre Kunst. Ich bin so gespannt. Schaut richtig gut aus. Mega Zufall. Würde ich jetzt auch sagen, ist nicht alles. Einmal an Florian Rigotti mit dem Pinsel rummalen. Wer wünscht sich das nicht? Es ist herrlich. Ich kann es nur empfehlen. Schaut hier wieder dreckig. Das ist. Das darf man so machen dann. Wie du atmest, ach du nicht lachen, entspannt, schau. Land.
gar nicht allzu langer Zeit. Eine Biene sehr bekannt. Und er sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die schwang in der Speyer. Kleine, schwäche, schlaue wie ne Meier. Oh, ihr fliegt um ihre Welt. Zeig, was dir gefällt. Wir treffen heute unsere Freunde Biene Meier. Aufregung habe ich dann gleich vergessen, in der Früh am nächsten Morgen den Ton einzuschalten. Trotzdem möchte ich euch diesen kurzen Abschnitt nicht vorenthalten, denn ich hatte die große Ehre, in Florian Rigottis Arbeitszimmer zu nächtigen, und zwar am Fuße seiner Wall of Fame, wo er von den Zuschauern unglaublich viele wunderschöne Kunstwerke zu seinem YouTube-Kanal und zu seinem Projekt der Selbstversorgung geschenkt bekommen hat. Und die sind hier ausgestellt. Nach einer anstrengenden und langen Nacht, voll Spaß, Gesang und gutem Essen, in der Früh Kaffee vom Chef selber gemacht zum Munterwerden. Und danach wurden schon die Vorbereitungen für den Abend getroffen. Dort sollte es nämlich als besonderes Highlight ein Spanferkel geben. Nein. Und dieses musste 6 bis 8 Stunden auf dem Grill. Es qualmt und stinkt. Bin ich schon bei, ja? Isst du sowas? Mhm. Gut. Ich habe gedacht, du fragst mich das. Was gibt's denn da? Wir haben Ratatouille gemacht gehabt. Wann war's? Vorgestern? Oh, super Ratatouille. Ui. Und er, oh, muss das sein. Und oh, gibt's kein Fleisch. Nein, noch eine Rinderlende gehabt. Haben wir die gemacht. Dann waren wir wieder glücklich. Schön. Du kümmerst dich um deine Gäste. Zwei, was macht ihr gerade? Das Schweinhonigen. Das Schweinhonigen? Ja. Aha. Ah, oh, das schaut schon knusprig aus, da. Hier ist eine Hitze, das kann man sich nicht vorstellen. Ist wie lange drauf jetzt? Schon seit um 5 8, Stunden? Um 8, halb 9 haben wir es hergerichtet. Jetzt drauf ist es seit halb 12, 12 ist sowas. Mhm. Ja. Jetzt haben wir 6, also 6 Stunden. Ja. Wahnsinn. Wenn wir noch eine halbe Dreh lassen, vielleicht dann haben wir richtig die Schwade knusprig auch rum. Genau, es wird immer schön eingepinselt. Gysi, was hast du da für eine Pinsel, für einen Pinselsud? Was ist das? Also das ist jetzt nur der Rest vom Sud, was wir gemacht haben mit Paprika und Knoblauch und Öl. Das haben sieht mir aber eher nach Wasser aus. Ja, pass auf. Hast. Wir haben es zuerst die ganze Zeit damit eingerieben und jetzt zum Schluss kommt Salzwasser. Und eben noch ein bisschen Honig, dann poppt die Kruste noch ein bisschen schön auf. Okay. Und der Honig soll halt ein bisschen karamellisieren für den Geschmack. Ah, okay. Wir hoffen, das klappt. Das schaut schon super knusprig aus, ja. Rautenförmig eingeschnitten. Really nice. Das ist schon eine Show, ne? Ja. Nimmst du auch von unten dann wieder auf, trägst ein bisschen rauf? Manchmal habe ich ein paar Mal gemacht, ja. Aber jetzt will ich eigentlich dem die Feuchtigkeit nur geben, dass es schön plopp macht. Mhm. Vielleicht müssen wir sogar noch ein kleines Stückchen näher ran, aber es ist noch nicht ganz groß. Ja, jetzt geht's los. Jetzt hört sich schon gut an. Mhm.
komischerweise ist da weniger kross als hier. Ach so, weil da die Wärme den mehr wegzieht. Okay, ja. Ich würde sagen, kurz vor dem Schluss damals nochmal ganz brav. Das heißt, ja, nicht, dass es verbrennt. Ah, nee, es gibt schon zwischen Knusprig und verbrennt schon noch an. Ja. Ganz aufgeregt war ich, dass ich bei einer Tomatenverkostung vom Tomatenflüsterer Thomas vom Mondsee mitmachen durfte. Das Video kommt demnächst auf seinem Kanal. Hier seht ihr die traumhaften Überreste. Es war ein richtiger Hochgenuss. Und daraus machen wir jetzt fürs Abendessen Tomaten-Mozzarella-Salat. Am Nachmittag ging es dann mit Hochdruck an die Vorbereitungen für den Livestream, der um 17 Uhr stattfinden würde. Es ist hinter den Kulissen, ne? Da darfst du ruhig durchlaufen mit deinem Profi-Gerät. Oh, ich glaube, komm. Das sollte reichen, wie das ausgeht. Der ist zu Hause, macht seine eigenen Projekte. Ja, eben. Und ich glaube, wenn man vielleicht dann noch mal ein bisschen älter wird, dann ist es vielleicht da unten. Reicht frei. Was kleiner Testlauf. Danke, Herr Profi, Speckhalter.
Gerne. Ich habe das vorhin schon gesehen und fand es schon sehr interessant. Und eigentlich ist schon sehr alt. Und sowas mag ich ja mal ganz ja, gerne. Ja, schön aus. Aber für euch natürlich super mit den Schweißen. Genau. Ja, ich glaube, es ist drei. Gestern war ich schon total begeistert. Ich habe fürs Abendessen Tomaten aus dem großen Gewächshaus geholt. Eine traumhafte Pracht, eine Hülle und Fülle. Nur, da war ich nur 2 Minuten hier drinnen, weil es so heiß war wie in der Sauna. Aber ich glaube, heute stibitze ich mal. Liebe Dagmar, die bessere Hälfte vom Tomatenflüsterer. Das klingt cool. Ja, gell? Was werde ich denn da gleich Grandioses verkosten? Das sind eingelegte Gurken auf japanische Art. Die haben auch einen Fachbegriff, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann. Kyurin no Tsukemono heißen die. Und was ist da, also mit Sojasauce? Das sind ganz normale Gurken aus dem Garten. Mit Sojasauce, mit Reisessig und Zucker. Das wird zusammengemischt und mit den Gurken vermischt. Die sind so ein bisschen klein geschnitten und wir haben Knoblauch und Ingwer drinnen. Und dann haben wir jetzt noch ein paar Jalapenos reingeschnitten für ein bisschen Schärfekick. Ist das würzig? Lecker. Ach so, ja.